Herzlich willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze kann mich stärken? Heute soll es darum gehen, wie ich persönlich jetzt zu den seelischen Bedeutungen gekommen bin, die ich den Pflanzen in meinem 6-Karten-Set zugeschrieben habe. Vorweg gesprochen, jeder Mensch hat natürlich seine eigenen Zugänge. Wir brauchen uns nur Menschen anschauen. Manche riechen besonders gut, manche hören besonders gut, sehen besonders gut, manche haben ein besonders sensibles Tastorgan. Ich kann zum Beispiel beobachten bei meiner Freundin Julia Rastelli, die auch Kräuterkurse macht, dass sie besonders über die Nase, über den Geruch die Bedeutung von Pflanzen wahrnehmen kann. Und diesen Zugang, den vermittelt sie auch in ihren Kursen. Andere Menschen orientieren sich besonders daran, an der Geschichte, die Pflanzen haben, mit den Menschen und mit ihrem Standort. In der Geomantie-Ausbildung, die ich als junge Frau gemacht habe, sind wir angeleitet worden, zum Beispiel mit verschiedenen Hölzern zu träumen, diese Hölzer mit uns ins Bett zu nehmen und Träume zu beobachten und darüber etwas über den Baum, Kirschenbaum, Nussbaum, Tanne, zu erfahren. Und für mich persönlich ist es so, ich komme ja von der Geomantie eben und auch vom Shiatsu und von der Architektur. Das heißt, in all diesen Feldern ist für mich immer darum gegangen, mehr zu spüren, mehr herauszufinden als nur das Offensichtliche über mein Gegenüber. Weil es eben so war, dass zum Beispiel in der Architektur ich draufgekommen bin, dass Häuser sehr toll aussehen, aber für die Bewohner gar nicht gut sind, von ihnen gar nicht angenommen werden. Also es muss mehr geben als nur das Optische und das Rationale. Und so habe ich mich auf eine Entdeckungsreise in meine Wahrnehmungsfähigkeit gemacht und über die Jahre eben einen Zugang entwickelt, für den ganz wichtig ist, zunächst in einen Zustand des, ich sage jetzt, weißen Blattes Papier, also der Leere zu kommen. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich im Vorfeld schon bereits irgendwelche Vorstellungen, zum Beispiel zu einer Pflanze oder zu einem Raum habe, dann kann ich nicht unbefangen das Ganze mein Gegenüber wahrnehmen und seine Wirkung auf mich. Also das ist ganz wichtig, zuerst in diesen neutralen Zustand zu gelangen. Von dem heraus sich in mir jetzt, also meine persönliche Möglichkeit, klare Bilder entwickeln, innere Bilder und Gefühle. Und wenn ich jetzt so eine Pflanze studiert habe für meine Kartensets, die seelische Bedeutung, das hat meistens gedauert, ja, zwischen einem Tag und auch mehrere Tage, bis ich das in Worte fassen konnte, dann habe ich mich eben sehr stark auch über ein Bild der Pflanze, das mir charakteristisch ist, ein Foto der Pflanze, das mir charakteristisch erschienen ist, eingestimmt. 1, 2, 3 von diesen Fotos, bin sehr in Resonanz gegangen, in diesen leeren Raum von mir und in Resonanz mit der Pflanze und habe dann gespürt, was tut sich in mir körperlich und was für Bilder steigen auf. Was bedeuten diese Bilder? Wie kann ich das in eine Sprache übersetzen, die auch bei anderen Menschen diese Gefühlsregung oder diesen Zugang freilegen kann? Bin eine Zeit mit dem schwanger gegangen, bis ich den richtigen Text gefunden habe. Und das seht ihr dann auch auf den Pflanzenkarten. Jeweils dieses Bild, über das ich mich eingestimmt habe, und den Text dazu. Und wie ihr selbst diesen Text und dieses Bild von der Karte am effektivsten nutzen könnt, darüber spreche ich im nächsten Video. Schönen Tag!